Geht ab! Frank, was geht, Mann? Hast du fit? Was geht? Glückskeks auf Ritual Smacken! Oh mein Gott! Ritual! Oh, Alter, was geht ab, Leute, hier? Wir sind vor Wing Nation. Es hat sich auch schon eine Schlange gebildet. Krass gehypter Laden. Ungelogen! Zweiter Tag nach Eröffnung, ich war da. Die haben mich null überzeugt. War solide, waren stabil, nette Jungs. Aber geschmacklich muss ich nicht nochmal kommen, muss ich nicht nochmal Schlange stehen. Aber seitdem, ein Monat später, abnormal krass gehypt im Internet, auf Instagram. Müssen wir nochmal abchecken. Glaubst du, der Hype wird gerecht? Wir sind die Hype-Checker. Keine Ahnung. Chicken Wings, Alter. Chicken Wings erst nicht einmal im Jahr zum Super Bowl. Ich lass dich überraschen. Ja, Tati, lass uns überraschen. Ich bin endlich überrascht. Hoffentlich ist richtig Wings geil, so wie in Amerika, Mann. So richtig schön fettig mit richtig geiler Soße. Passt gerade heute in mein Essen-Rhythmus, Alter. Ich hab voll Bock drauf, ganz ehrlich. Leute, gönn dir. Wo ich Chicken Wings gehört hab, Alter, ich so, mein Gott, aber Mann. Echt, war's ends geil, Mann. So, wir haben gerade bestellt. Alle fünf Geschmackssorten, wie nennt man das? Marinade, gesorten, ja, Geschmack. Marinade, ja. Alle fünf Marinaden. Je drei für uns und den durstigen Chong, der gerade nicht da ist. Also das letzte Mal, Tati meinte gerade, ja, nicht so fresh und so. Also das letzte Mal, wo ich da war, die haben eigentlich um 11 Uhr schon aufgemacht. Ja. Ich war so 11.30 Uhr da. Alles noch kalt und so. Also die Geräte. Ja. Die meinten, ja, das dauert noch eine Weile. Dann haben die mir schnell so ein Frühstückssandwich schon aufs Haus gemacht. Okay. Also Jungs sind korrekt, aber ich muss echt sagen, geschmacklich hat mich das nicht umgehauen damals. Jetzt, einen Monat später, der Hype ist da, die Schlange ist da. Aber man sieht auch, das Klientel ist wirklich jung. Also es ist wirklich Hipster, Anfang 20-Jährige, die die Instagram-Fotos davon machen wollen und dann posten dies, das. Ja, die wollen einfach was dabei sein, ist, die nehmen den Hype halt mit. Ja. Aber wir gehen auf den Geschmack. Wir sind schon alt, uns juckt dieses Instagram-Zeugs nicht. Wir wollen nur wissen, ob es wirklich schmeckt seitdem. Aber Instagram-Hype ist natürlich auch krass. Wichtig für dich demnächst. Auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Ja, da merkt man ja, wenn du Instagram dabei bist, mit Fotos, mit allem drum und dran, dann kommen die Leute. Das stimmt, ja. Das ist halt so. Ja. Oh mein Gott, sogar noch mit Koriander, oder? Digga, tu das Ketchup weg, Mann. Das brauchst du nicht schön zu richten. Das sieht man, glaube ich, eh nicht, Mann. Yes, Digga. Alles gefasst sein, Alter, Junge. Was ist das jetzt? Mein Gott. Oh mein Gott, hat. Oh mein Gott, das ist. Oh mein Gott, Hot Wings best. Komm, eins mal in die Hand. Oder zwei. Ja, hörst dir an und sagst weiter, was soll ich da? Komm ich da? Halt, oh mein Gott, Barbecue. Noch nicht. Also optisch schon krass aus, oder? Was war das? Optisch sieht schon krass aus. Schaut nicht schon gut aus, oder? Instagrammable nennt man das. Hä? So zwei. So zwei? Ja, dann tu doch einen jetzt wieder zurück, Mann. Laura kann eins essen, oder? Was? Die sind weil die gesehen haben, dass ich am Start war, was sonst? Glaubst du? Glaubst du? Die kennen mich schon, Mann. Junge, wir müssen noch Thumbnail machen, oder? Ja, vor der Foto, warte doch mal. Soweit, Leute? Oh mein Gott. Mit was fangen wir an? Das ist uns filmen. Mit nicht was scharfen. Sag an, mit was fangen wir an? Ja, mit nicht was scharfen, also das ist nicht scharf. Ich würde mit dem anfangen. Was ist das? Das ist Käse, Garlic, Parmesan. Nehme ich jetzt mal Knoblauch. Also Knoblauch, Parmesan. Parmigiano, Knoblauch. Ja, gönn dir. Wenn du Bildwurst, wenn du schwarz ist, ein Bildwurst einfach kurz Müsst es doch nicht, Alter! Wunderbar. Also noch sind sie schön saftig. Ganz geil. So richtig saftig, Mann. Geschmacklich sehr gut. Schön knusprig. Schmeckt nach dem, was drin ist. Käse, Parmesan mit Knoblauch. Sehr lecker. Richtig geil. Ungesagte Halber, oder? Schmeckt richtig nach Hühnchen. Vor allem, ich habe am Wochenende KFC gegessen. Okay. Er hat den direkten Vergleich. Direkten Vergleich. Nummer 2.
Ich würde sagen, wir machen entweder Barbecue oder Teriyaki. Das dürfte nicht scharf sein, oder? Ich brauche Tempo, ne? Mhm. Ja, scheiß drauf. Okay, was? Entweder Teriyaki oder Barbecue. Geil. Machen wir Barbecue. Oh mein Gott, noch mit roten Zwiebeln. Oh mein drauf. Gott, Mann, das ist eine softige Soße, Alter. Schönen feinen roten Ding drauf. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Das mal. Da wo Gärtnerplatz ist. Oh, hier endgleich. Barbecue Favorite. Mhm. Ja, das ist echt geil. Barbecue ist immer geil, Mann. Der ist echt sehr soft. Boah. Schaut euch das mal an, hier noch schön rote Zwiebeln, oder? Ja, man kennt mehr mehrere davon. Schön rote Zwiebeln, Mann. Softig, weich. Mm. Barbecue Soße. Geile Tempo, oh mein Gott. Zu saftig. Das Geile ist, die haben auch nicht an der Soße gespart, Mann. Richtig, ja, perfekt. Einfach taufen. Geiler Scheiß, Leute. Dann kann man nur den Finger abschlecken, Mann. So, machen wir weiter, oder? Nummer 3. Teriyaki, oder? Was ist Teriyaki? Teriyaki, Mann. Okay. Also bis jetzt, Dings war ich am besten. Nimm du das mit den ganzen Gewürzen. Oh mein Gott, magst du das nicht? Ich mal den ganzen Finger an. Das ist zu viel Schnittlauch und Zwiebel drauf. Mm. Oder richtig softig mit Sesam. Schön süß, oder? Boah, was ist das? Teriyaki. Kommt hier Ingwer drauf, ne? Mhm. Ich schmecke nur Ingwer. Ich auch. Ich gar nicht, oder? Nur Ingwer. Viel Ingwer-Soße. Sesam schmeckt noch leicht raus. Wird laufen, ja. Scheiße. Nicht schlecht. Schmeckt gut. Da muss es noch dann gefaltet werden. Willst du nicht mehr aufessen? Ja, Mann. Ich mag Ingwer überhaupt nicht. Magst du nicht, ne? Ich mag nur frische Ingwer. Aber egal. Hau rein jetzt, oder? Oh, stell dir vor, es wäre Durian, Mann. Oh mein Gott, Endlecker. Oh mein Gott, Durian Chicken Wings, oder? Oh mein Gott, das ist echt. Nächste Idee für euch, Jungs. Durian Chicken Wings. Nächstes Essen bei Taste. Ich sag dann einfach nur, für meinen Freund Chong, oder ich mach heute Durian, Mann. Sehr geil. Nice. Ist jetzt echt gut. Ist jetzt wirklich gut, Mann. Nummer 4. Saganta, die Nummer 4, was ist los? Was ist das? Machen wir das hier. Das ist Thai Curry. Thai Curry. Schöne Thai Curry Soße gekocht, Mann. Hm. Bin gespannt. Mit frischen Koriander drauf. Oh, warte, lass mich das kleine. Boah. Ja, nimm du. Thai Curry. Softig schon bis oh mein Gott. Oh mein Gott. Das ist ein Monster. Oh mein Gott, warum tot? Das ist der Nukleus. Oh mein Gott. Wow. Mhm. Mm. Oh mein Gott, alles auf Chunk. Oh mein Gott. Oder? SOS! SOS! Thai Curry ist richtig nice. Ist geil, muss es scharf, oder? Endgeil. Also Thai Curry schmeckt richtig gut. Wie beim Thailänder. Einen haben wir noch. Der letzte. Und zwar Knoblauch mit Spicy. Da sieht man auch frische Chili. Ja. Und du den fetten diesmal, Tati. Ja, Mann, welchen Benni, oder? Ja, Mann. Oh mein Gott. Warum nehmen wir das mit den Schafen? Das sind viel Chili. Du bist schon gewohnt. Überall Chili hier, schön. Wir den Schafen. Schaut sie euch an, Leute. Boah. Alter. Boah. Schmeckt nicht? Nee, der schmeckt mir nicht. Mir schmeckt der Enzmann. Nee. Boah.
Boah, ist das scharf? Wenn jetzt ein Feuer kommt aus meinem Mund. Boah. Komm, schneiden wir rein. Schön mit dem Ohr. Knoblauch rein, ist geil. Boah, ist das geil. Sehr gut. Auch schön scharf. Boah, die sind echt scharf, Mann. Boah, schön scharf, Alter. Okay, mach mal noch schnell ein Fazit. Fazit, immer bei Tati anfangen bei Fazit. Sehr, sehr lecker. Ja. Wir haben wirklich alle geschmeckt. Ja. Knusprig an einigen Stellen auf jeden Fall noch, aber geht halt nicht, weil auch Soße drauf ist. Aber die Soßen wirklich top, lecker. Mein Favorite Barbecue und danach Knoblauch, Chili. Wahnsinn, wirklich sehr lecker. Ja. Also war lecker auf jeden Fall. Ich hatte das erste Mal ohne irgendwelche Soße, nur das und Waffles. Hat mir gar nicht geschmeckt. Also was heißt gar nicht geschmeckt, waren 5, normal Standard, wirklich normal Standard. Aber so war echt lecker, Barbecue echt das Beste. Das, was Tati gesagt hat, das hat mir gar nicht geschmeckt, aber alles andere sonst war lecker. Ist Geschmackssache, oder? Ja, ist Geschmackssache, aber war auf jeden Fall lecker. Der Gourmet-Gott-Tang. Also ich muss ehrlich sagen, die Chicken Wings an sich, nichts Besonderes. Einfach normale Chicken Wings. Aber in Kombination mit dieser Soßen, mega geil, echt empfehlenswert. Geht's hier zu diesen Wings Nation, die haben echt geile Soßen. Diese Schärfe ist immer noch in meinem Mund. Echt top. Das war's von uns heute. Hey, hier, zu mir. Abschlusswort immer zu mir. Das war's von uns heute. Ihr wisst Bescheid, immer liken, subscriben, kommentieren. Checkt die Videos ab. Folgt uns auf Instagram, Twitch, Chongs Game Show. Und natürlich kauft euch Bitcoin, Alter.